Gelassen wirkt sie die deutsche U21-Nationalmannschaft. Vor dem EM-Auftakt in Tschechien ist die Stimmung beim DFB-Nachwuchs bestens. Man geht als klarer Favorit ins Turnier und ist dementsprechend selbstbewusst. Die kleine Nationalmannschaft wollen sie aber nicht mehr sein. Wir müssen einfach mal aufhören, diese U21 als Bubis zu bezeichnen, weil es sind gestandene Spieler. Das müssen wir auch mal ganz klar sehen. Bundesliga, Premier League, Champions League. Schon längst spielt der Großteil des Kaders von Horst Rubesch auf den ganz großen Fußballbühnen. Eine Mannschaft voller Stars und Individualisten mit dem nötigen Teamgeist. Wir haben, glaube ich, ein Team zusammengestellt, was auch die Qualifikation gezeigt hat, die Playoff gezeigt hat, was einfach funktioniert. Und das ist, glaube ich, einmal diese Kompaktheit auf der einen Seite, die Spielgeschwindigkeit auf der anderen Seite. Und dass wir auch in der Lage sind, auf der einen Seite körperlich robust überall dagegen zu halten. Ein Team, mit dem der Erfolg zurückkehren soll. Nach dem EM-Titel 2009 folgten für die deutsche U21 schwere Jahre. Verpasste Qualifikation 2011. Vor 2 Jahren war in der Vorrunde Schluss. Dies soll nun zur Vergangenheit zählen. Man ist bereit für das ganz große Ziel. Ich will jetzt die U21 mit der U21 erfolgreich sein. Ich will den Titel gewinnen und dafür werde ich alles tun.